Das größte Ärgernis für einige, die größte Entdeckung für andere, so heißt heute Abend unser Thema. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt, es so zu sagen, wie ich so gern möchte. Ich weiß nicht, was ihr gedacht habt, als ihr dieses Thema gehört habt oder es in der Zeitung gelesen habt, über was ich heute Abend sprechen möchte. Was ich darüber denke, das werdet ihr jetzt gleich hören. Aber ich möchte erst einmal ein paar Sätze zu denen sagen, die heute Abend das erste Mal hier sind, damit sie gleich so richtig den Anschluss bekommen. Wir sind hier in einer Evangelisation. Was ist das eigentlich? In einer Evangelisation redet man nicht über Politik und auch nicht über Geld und ähnliche Themen, sondern wir sprechen über Gott und über den Menschen. Wir sprechen über den heiligen Gott und über den sündigen Menschen. Wir sprechen über Sünde und über Gnade. Die Bibel sagt, dass Gott ein heiliger Gott ist und dass wir sündige Menschen sind. Das Zweite war nicht immer so. Aber seit dem Sündenfall ist zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen eine ganz dicke Wand. Und jetzt geht der Mensch seinen Weg. Mit jeder neuen Sünde geht er sozusagen weiter und weiter von Gott weg. Jesus nennt das den breiten Weg. Den breiten Weg, der zum Verderben führt. Aber Gott möchte nicht, dass wir den Weg zu Ende gehen, sondern Gott möchte, dass wir den breiten Weg verlassen, dass wir umkehren, dass wir zu Jesus kommen, dass wir Nachfolger Jesu werden, dass wir den Lebensweg gehen, dass wir zurückkommen zum Vater. Gott ist Liebe, steht in der Bibel. Gott hat in seiner großen Liebe etwas Großartiges getan. Gott hat seinen einzigen Sohn in diese Welt gesandt. Jesus war ungefähr 33,5 Jahre auf dieser Erde. Er hat viel über die Liebe Gottes gesagt. Aber er hat nicht nur darüber geredet, sondern er hat die Liebe bewiesen, als er ans Kreuz ging auf Golgatha und für die Sünden der ganzen Welt starb. Wer wissen will, was Liebe ist, der muss nach Golgatha gehen. Wer von der Liebe singt, so hörten wir es eben im Lied, der kann vom Kreuz nicht schweigen. Von der Liebe Gottes erfüllt ging der Apostel Paulus von einer Stadt zur anderen, von einem Land zum anderen und verkündigte das Evangelium. Ich glaube, der Apostel Paulus war der größte Missionar aller Zeiten. Der Apostel Paulus sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und mit dieser Liebe Gottes erfüllt, ging er hinaus ins Land und verkündigte das Evangelium. Man sollte eigentlich meinen, die Leute hätten ihn mit offenen Armen aufnehmen müssen. Denn das, was Paulus predigte, war wirklich das Beste, was ein Mensch je sagen oder hören kann. Aber als er in Athen predigte und eine seiner besten Predigten hielt, sie ist uns aufgeschrieben in der Apostelgeschichte Kapitel 17, da standen Leute auf, unterbrachen ihn mitten in der Predigt und einer rief laut dazwischen und fragte, was will denn dieser Lotterbube hier? Ähnliche Angriffe hat Paulus an vielen anderen Stellen erlebt. Er schreibt an die Korinther, die Leute behandeln uns wie Kehricht. Sie behandeln uns wie Auswurf. Bis auf diesen Tag müssen wir uns wie Abschaum der Menschen behandeln lassen. Und ausgerechnet in den Briefen des Apostel Paulus finden wir einige Male das Wort Ärgernis. Die Leute freuen sich nicht, wenn wir kommen, sondern sie ärgern sich. Und einige warnen schon, bevor wir überhaupt die erste Predigt gehalten haben. Die Leute ärgern sich über uns. Warum ist das nur so? Es hat sich in den 2000 Jahren vieles geändert auf der Erde, aber in diesem Punkt hat sich eigentlich nichts geändert.
Es gibt Menschen, die freuen sich über eine Evangelisation, aber es gibt auch viele Menschen, die ärgern sich über eine Evangelisation. Jeder Hausierer wird an der Haustür freundlicher empfangen als der, der mit einem Einladungszettel für eine Evangelisation an die Haustür kommt. Warum ist das eigentlich so? Der Apostel Paulus wurde eines Tages sogar vor Gericht gestellt, weil sich die Leute so über ihn geärgert hatten. Und als er dann vor Gericht stand und sogar Fromme in Anführung gegen ihn aussagten, da hat der Apostel Paulus eine Gelegenheit bekommen, sich zu verteidigen. Aber das alles hat nichts genützt. Nach 5 Tagen kam der hohe Priester Ananias mit einigen Ältesten und dem Anwalt Tertullus nach Caesarea, um beim Statthalter gegen Paulus Anklage zu erheben. Als dieser herbeigerufen worden war, begann Tertullus, ihn anzuklagen und sprach, dass wir unter dir in tiefem Frieden leben und dass durch deine Fürsorge diesem Volk viele Wohltaten widerfahren sind, hochgeehrter Felix, das erkennen wir allezeit und überall mit aller Dankbarkeit an, dieser Heuchler, dieser Schmeichler. Und jetzt fährt er fort und sagt, um dich nicht zu lange aufzuhalten, bitte ich dich, du wollest uns in deiner Güte kurz anhören. Wir haben erkannt und jetzt zeigt er auf den Angeklagten, auf den größten Missionar aller Zeiten. Jetzt zeigt er auf Paulus und sagt, wir haben erkannt, dass dieser Mann eine Pestbeule ist. Dass er Aufruhr erregt unter allen Juden auf dem ganzen Erdkreis und dass er ein Anführer der Sekte der Nazarener ist. Er hat auch versucht, den Tempel zu entweihen. Ihn haben wir ergriffen. Vers 9. Auch die Juden pflichteten dem bei und behaupteten, es verhielte sich so. Der Apostel Paulus schreibt in seinem Brief an die Korinther, im 1. Korintherbrief Kapitel 1 von Vers 17 an, Christus hat mich gesandt, das Evangelium zu predigen, aber nicht mit klugen Worten, damit nicht das Kreuz Christi zunichte wird. Denn das Wort vom Kreuz ist wohl eine Torheit für die, die verloren gehen. Für uns jedoch, die sich retten lassen, ist es die Kraft Gottes. Denn es steht geschrieben, ich will die Weisheit der Weisen zunichte machen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind denn die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes, durch ihre eigene Weisheit Gott nicht erkannte, gefiel es Gott, durch eine scheinbar törichte Botschaft die zu retten, die glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden wie Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das, was so töricht aussieht von Gott, ist weiser als die Weisen sind. Und das, was so schwach aussieht von Gott, ist stärker als die Menschen sind. Der Apostel Paulus machte die Erfahrung, das Kreuz ist vielen Menschen ein Ärgernis. Die Botschaft vom Kreuz ist für viele Menschen eine ärgerliche Sache. Warum war das so? Und warum ist das bis heute so? Es gibt viele Gründe, mindestens 3, und über die wollen wir jetzt zusammen nachdenken. Erstens, das Kreuz ist vielen Menschen ein Ärgernis, weil es sie an ihre Sünden erinnert.
Das Kreuz ist vielen Menschen ein Ärgernis, weil es mit Blut zu tun hat. Das Kreuz ist vielen Menschen ein Ärgernis, weil es den Anspruch erhebt, der einzige Weg zum Heil zu sein. Dazu will ich gleich ein Wort sagen. Das Kreuz erhebt den Anspruch, der einzige Weg zum Heil zu sein. Es gibt keine Errettung in irgendeiner Religion. Religionen sind von Menschen erdacht. Das Evangelium ist eine Gabe Gottes. Religion ist die Suche des Menschen nach Gott. Das Evangelium ist die frohe Botschaft, dass Gott auf der Suche nach Menschen ist. Religion ist immer das Bemühen von Menschen. Das Evangelium ist eine Gabe, ein Geschenk Gottes. Jede Religion führt dich in die Sackgasse. Es gibt keine Religion, die einen Menschen retten kann. Errettung gibt es nur durch das Erlösungswerk Jesu Christi. Ich komme nachher darauf zurück. Jetzt erst einmal zum ersten Punkt. Das Kreuz ist ein Ärgernis für viele, weil es die Menschen an ihre Sünden erinnert. Ich glaube, am deutlichsten wird uns das gesagt in Jesaja Kapitel 53, wo uns erklärt wird, warum Jesus überhaupt sterben musste. In Jesaja Kapitel 53 steht in Vers 5a und 6: Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen eigenen Weg. Aber Gott, der Herr, warf unser aller Sünde auf ihn. Als Jesus auf Golgatha starb, starb er für die Sünde der Welt. Er starb nicht nur für das Volk Israel. Er starb nicht nur für einige besonders ausgesuchte Leute, sondern er starb für die Sünde der Welt. Manchmal haben mich Leute gefragt, wie konnte Gott so etwas zulassen, dass sie seinen eigenen Sohn quälten und ans Kreuz nagelten? Warum hat denn Gott da nicht eingegriffen und das verhindert? Wenn ich über Golgatha nachdenke, kommt mir eine ganz andere Frage, nämlich die, wie furchtbar muss die Sünde in den Augen Gottes sein, dass er ein solches Urteil vollstreckt. Golgatha war nämlich Gottes Urteil über die Sünde. Eigentlich hättest du da angenagelt werden müssen und ich auch. Die Nägel hätten durch deine Hände und durch meine Füße gehen müssen. Golgatha ist Gottes Urteil über die Sünde. Jesus hat damals die Sünde der ganzen Menschheit stellvertretend auf sich genommen. Und hat sich stellvertretend für dich und für mich zum Tode verurteilen und annagen lassen, um dann für dich und für mich zu sterben. Ich will mal einige Bibelstellen lesen, die uns zeigen, wie Gott über die Sünde denkt. Das steht in Römer Kapitel 1 von Vers 28 an. Die Menschen tun, was sich nicht geziemt. Sie sind voll jeder Art von Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, Neid, Mord, Streit, Arglist, Niedertracht, Zuträger, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Sie wissen genau, dass nach Gottes Rechtsordnung diejenigen den Tod verdienen, die so handeln. Aber sie machen es nicht nur selber so, sondern sie spenden sogar noch denen ihren Beifall, die ebenso leben. Ihr Lieben, das ist unsere Visitenkarte. Da haben wir eine Beschreibung unserer Herzen. Diese Bibelstelle zeigt uns, wie Gott über uns denkt. Noch etwas aus Römer Kapitel 3 von Vers 10 an.
Die Bibel sagt, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, keiner, der ernstlich nach Gott sucht. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der wirklich gut ist, auch nicht einer. Ihr Rachen ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll von Flüchen und bitteren Worten. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Gottesfurcht gilt in ihren Augen gar nichts. Und wenn jetzt irgendjemand hier ist, der denkt, aber so schlecht bin ich doch nicht, dann hör einmal, was in Vers 23 steht. Da steht, es gibt keinen Unterschied. Sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Der Apostel Johannes sagt in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 9, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst. Betrug ist ja etwas ganz Schreckliches. Betrug ist etwas ganz Gemeines. Und manch einer von uns wurde sicher schon einmal betrogen. Man kann von einem Händler betrogen werden. Man kann von einem Heiratsschwindler betrogen werden. Man kann von einem Kurpfuscher betrogen werden. Betrug ist so etwas Gemeines. Wenn man einem Menschen vertraut und hinterher muss man feststellen, der hat mich betrogen. Die Enttäuschung ist dann groß. Aber ich glaube, wenn jemand sich selbst betrügt, ist das viel, viel schlimmer. Was wird das einmal für ein Erwachen geben? Und was wird das einmal für ein Erschrecken sein, wenn Menschen in der Ewigkeit merken, ich habe mich ein Leben lang selbst betrogen. Ich habe mir eingebildet, ich sei nicht so schlecht. Ich habe mir eingeredet, ich käme auch ohne Bekehrung und ohne Wiedergeburt durch. Ich habe mir immer eingebildet, ich hätte das nicht nötig, aber ich habe mich selbst betrogen. Wenn wir sagen, wir sind nicht verloren, wenn wir uns einbilden, wir sind nicht so schlecht, wenn wir meinen, wir kämen ohne Bekehrung durch, dann betrügen wir uns selbst. Nun, manche Menschen erkennen, dass sie Sünder sind, aber sie geben das niemals zu. Und es gibt andere Menschen, die lassen überhaupt nicht mit sich darüber reden. Wenn du sie an ihre Sünde erinnerst, dann werden sie ärgerlich. Dann werden sie ärgerlich. Das kommt mir gerade so vor, als wenn da jemand ist, der vielleicht schmutzig ist im Gesicht. Der Kragen guckt raus, die Krawatte schief. Er soll gleich einen Vortrag halten und ich gehe zu ihm, halte ihm einen Spiegel hin und sage, du, da ist etwas nicht in Ordnung bei dir. Ich will ihm helfen. Ich meine es gut mit ihm. Er wird wütend und schlägt den Spiegel kaputt. Was für eine Torheit. So kommt mir ein Mensch vor, der ärgerlich wird, wenn man ihn an seine Sünde erinnert. Statt zuzuhören, statt sogar noch einmal nachzufragen, ja, wie ist denn das? Was muss ich denn machen? Und sein Leben zu ordnen, damit alles gut und klar wird, wird er ärgerlich und schlägt dagegen aus. Und wie viele Menschen ärgern sich, wenn man sie an ihre Sünde erinnert. Es wäre viel, viel besser, sie würden es so machen, wie es in Römer 2, Vers 4 steht. Sie würden auf diese Einladung eingehen, die in Römer 2, Vers 4 steht. Merkst du nicht, dass dich Gottes Liebe zur Bekehrung ruft? Merkst du nicht, dass hinter dieser Einladung zur Bekehrung Gottes große Liebe steht? Gott ruft dich doch nicht zur Bekehrung, weil er dir irgendetwas anhaben, dich quälen will, sondern Gott liebt dich. Merkst du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leiten will? Viele Menschen ärgern sich, wenn man sie an ihre Sünde erinnert. Für mich war das die schönste Entdeckung an jenem Sonntagnachmittag, als ich zum ersten Mal in meinem Leben begriff,
Jesus Christus hat sein Blut und Leben für mich auf Golgatha gegeben. Und obwohl ich viel, viel gesündigt habe, Gott liebt mich immer noch. Ich darf kommen. Ich darf meine Schuld ihm bringen. Er macht mich rein und mein Leben wird neu. Aber damit komme ich zum zweiten Punkt. Ich habe gesagt, für viele ist das Kreuz ein Ärgernis, weil es mit Blut zu tun hat. Das Kreuz redet zu viel vom Blut. Überhaupt sagen einige, die ganze Bibel ist ja voll davon. Die Bibel redet mir zu viel vom Blut. Da kann man aufschlagen, irgendwo im Alten oder im Neuen Testament, überall fließt Blut. Oh, wie viele Tausende und Abertausende Opfertiere sind geschlachtet in Jerusalem. Damals, bevor Jesus auf die Erde kam, hat Gott eine Zwischenlösung gegeben für sein Volk. Wenn ein Mensch gerettet werden möchte, wenn ein Mensch Sündenvergebung wünschte, dann konnte er ein fehlerloses Lamm nehmen und mit diesem fehlerlosen Opfertier zum Priester gehen und seine Sünden bekennen. Und dann wurde dieses Opfertier geschlachtet und das Blut dieses fehlerlosen Tieres wurde an den Opferaltar getan und dann wurde gebetet und dann hat Gott die Sünde weggenommen. Das war eine Zwischenlösung, eine Übergangslösung, bis Jesus Christus kam. Seitdem Jesus auf Golgatha gestorben ist, muss nie mehr ein Lamm geschlachtet werden als Opfer. Denn Jesus ist das vollkommene Opfer. Aber viele Leute ärgern sich über diese Geschichten, die da vom Blut und vom Opfer erzählen. Ein berühmter deutscher Theologe, es war eigentlich einer der gottlosesten, die Deutschland je hervorgebracht hat. Professor Bultmann hat gesagt, was für eine primitive Mythologie. Dass ein Mensch gewordenes Gottwesen sein Blut vergießt zur Vergebung unserer Sünde. Nein. Und einer seiner Gesinnungsfreunde hat dem hinzugefügt, mit dieser Metzgerladentheologie haben wir nichts zu tun. Wir brauchen kein Blut, um erlöst zu werden. Aber wenn ein Mensch so redet, dann zeigt er damit, dass er überhaupt nicht begriffen hat, um was es hier geht. Und dass er keine Ahnung hat von der Liebe Gottes. Gott kann alles. Gott kann wirklich alles. Gott ist allmächtig. Gott ist immer noch Gott. Wenn Gott spricht, dann geschieht's. Wenn er gebietet, dann steht es da. Gott kann sagen, es werde Licht und dann ist Licht. Gott kann ein Schöpfungswort sprechen und das Gewünschte steht. Diese Erde, auf die wir leben, wiegt 21 Trillionen Tonnen. Kann man sich ja gar nicht vorstellen. Eine 21 und dann 18 Nullen dahinter. Eine Million hat 6 Nullen, eine Billion 12 Nullen, eine Trillion 18 Nullen. 21 Trillionen Tonnen wiegt diese Erde. Was ist das für ein Koloss? Aber noch winzig im Vergleich zu anderen Planeten und Sternen. Um diese Erde zu schaffen, sprach Gott ein Wort und sie war. Wenn er spricht, dann geschieht's. Wenn er gebietet, dann steht's da. Aber um einen Menschen zu erlösen, genügt kein Wort. Das geht nicht. In der Bibel steht im Hebräerbrief, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünde. Und jetzt möchte vielleicht jemand fragen, ja, aber wie ist denn das dann mit dem allmächtigen Gott? Du hast doch eben gerade gesagt, Gott kann alles. Gott kann wirklich alles. Wieso kann Gott denn nicht einfach sagen, liebe Leute, ich vergebe euch das und dann ist fertig. Ich nehme euch nach dem Tod alle zu mir in den Himmel und fertig. Wieso steht denn da in der Bibel, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünde? Warum macht Gott denn das so kompliziert? Manche Leute ärgern sich darüber, aber sie haben etwas nicht bedacht. Gott kann wirklich alles. Gott ist allmächtig, er kann alles, aber er kann nicht lügen.
Gott kann nicht lügen. Dann wäre er nicht Gott. Gott kann nicht lügen. Es steht nicht in der Bibel, dass Gott nicht lügen will. In der Bibel steht, dass Gott nicht lügen kann. Dann wäre er nicht Gott. Gott kann nicht lügen. Gott hat diese Welt geschaffen. Gott hat die Pflanzen geschaffen. Gott hat die Tiere geschaffen. Zuletzt hat Gott den Menschen geschaffen. Der Mensch war das Letzte, das aus der Schöpferhand Gottes hervorging. Nach dem Menschen hat Gott nie mehr etwas geschaffen. Der Mensch war das Schönste, das aus der Schöpferhand Gottes hervorging. Kein Engel ist so schön wie der Mensch. Den Menschen hat Gott geschaffen in seinem Bilde. Und mit dem Menschen hatte Gott innigste Gemeinschaft, ein herrliches, inniges Verhältnis. Dem Menschen hat Gott Willensfreiheit gegeben. Er hat ihm schöpferische Fähigkeiten gegeben. Der Mensch sollte diese Welt beherrschen, hat Gott damals gesagt. Gott hatte große Pläne und große Möglichkeiten für den Menschen. Aber der Mensch hat Gott nicht vertraut. Der Mensch hat nicht an die Liebe Gottes geglaubt. Der Mensch hat sich von Gott losgesagt und dem Teufel geglaubt. Und dadurch kam der Sündenfall, der Riss, die dicke Wand zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen. Gott hat vorher gesagt, wenn ihr sündigt, dann werdet ihr sterben. Gott kann nicht lügen. Der Mensch hat gesündigt und darum muss der Mensch sterben. Aber Gott ist nicht nur gerecht, sondern Gott ist auch Liebe. Und jetzt müsst ihr einmal ganz gut mitdenken. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Gott ist gerecht, Gott kann nicht lügen. Der Mensch muss sterben. Oder Gott wäre ein Lügner. Aber Gott kann nicht lügen, also der Mensch muss sterben. Es gibt keine andere Möglichkeit. Aber Gott ist gleichzeitig Liebe. Wie will man denn das zusammenbringen? Das ist das Gewaltige in der Bibel. Der Vater im Himmel hat in seiner großen Liebe seinen Sohn, der von Ewigkeit immer bei ihm war. Der dreieinige Gott ist ja ewig, ohne Anfang und ohne Ende. Nicht nur der Vater ist ohne Anfang und ohne Ende, sondern auch der Heilige Geist und der Sohn Gottes. Alles andere hat einmal angefangen. Die Engel wurden geschaffen, das Universum wurde geschaffen, aber der dreieinige Gott ist ewig, ohne Anfang und ohne Ende. Der Vater im Himmel hat vor ungefähr 2000 Jahren seinen Sohn, der von Ewigkeit bei ihm war, auf diese Erde gesandt. Jesus Christus wurde Mensch. Darum hat Jesus auch keinen Vater auf der Erde. Er wurde vom Heiligen Geist in diese Welt hineingesandt, von einer Jungfrau geboren. Er lebte 33,5 Jahre auf dieser Erde, wie ein anderer Mensch, aber ohne zu sündigen. Er war der Einzige, der nie gesündigt hat. Und dann nahm dieser Sündlose die Sünde der Welt stellvertretend auf sich und ging damit ans Kreuz. Dazu kam Jesus in diese Welt. Das war beinahe der einzige Zweck seiner Sendung. Als Jesus das erste Mal öffentlich auftrat und Johannes der Täufer ihn daherkommen sah, da sagte Johannes der Täufer: Seht, da kommt Gottes Lamm, welches die Sünde der Welt hinwegträgt. Johannes der Täufer war ein Prophet, mit dem Heiligen Geist erfüllt. Er hatte den richtigen Durchblick. Und Johannes der Täufer hat nicht gesagt, da kommt ein großer Prophet. Das hätte auch gestimmt. Er hat nicht gesagt, da kommt ein großer Verkündiger. Das hätte auch gestimmt. Er hat nicht gesagt, da kommt der Sohn Gottes. Natürlich hätte das gestimmt. Er hat nicht gesagt, da kommt ein Wundertäter. Sondern er hat noch mehr gesagt. Er hat das Eigentliche gesagt. Er hat gesagt, seht, da kommt Gottes Lamm. Gottes Lamm. Oh, wie viele Lämmer waren geschlachtet in Jerusalem. Wie viele Menschen, die es aufrichtig meinten und Sündenvergebung haben wollten, sind mit einem Lamm zum Priester gegangen, haben ihre Sünde bekannt und dann wurde das Lamm geschlachtet. Und jetzt konnte Johannes der Täufer sagen, das ist jetzt vorbei.
Die Zeit ist vorbei. Es muss nie mehr ein Lamm geopfert werden für unsere Sünde. Das Lamm Gottes ist da, welches die Sünde der Welt hinwegträgt. Jesus hat auf Golgatha sein Blut und Leben gegeben als Lösegeld für eine verlorene Welt. Wenn einer hier sitzt heute Abend, der sich über das Kreuz ärgert, weil es mit Blut zu tun hat, dann hat er entweder nicht richtig zugehört oder er ist undankbar Gott gegenüber oder er hat so ein verstocktes Herz, dass es einfach nicht reingeht oder er hat einfach die Sünde lieber als Gott. Wie kann ein Mensch sich über diese Geschichte ärgern, wenn er richtig hingehört hat? Wenn ich ein Lied höre, in dem etwas über das Blut ausgesagt wird, oder wenn ich eine Predigt höre, wo jemand über das Blut Jesu Christi spricht, oder wenn ich beim Abendmahl bin und das Abendmahl mitfeiere in der Gemeinde, wo auch das Blut Jesu erwähnt wird, dann jubelt mein Herz. Dann bin ich voller Dankbarkeit und Freude. Jesus Christus hat sein Blut und Leben hingegeben zu meiner Erlösung. Für mich ist das Kreuz kein Ärgernis, sondern die Geschichte vom Kreuz ist für mich eine ganz, ganz große Entdeckung, dass mir die Augen dafür aufgegangen sind. Dafür bin ich so dankbar. Ich komme zum dritten Punkt, den ich vorhin erwähnte. Für viele Menschen ist das Kreuz ein Ärgernis, weil es den Anspruch erhebt, der einzige Weg zum Heil zu sein. In Lukas 13, Vers 5 steht, das hat Jesus gesagt, wenn ihr euch nicht bekehrt, werdet ihr alle umkommen. In Johannes 3, Vers 3 sagt Jesus, wenn jemand nicht von Neuem oder von oben oder vom Geist geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. In 1. Timotheus 2, Vers 5 lesen wir, es gibt nur einen Gott und es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und in Vers 6 steht, dass er sich selbst für uns hingegeben hat am Kreuz zu unserer Erlösung. In Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Lieber Zuhörer, entweder du sagst Ja zum Kreuz und Gott sagt Ja zu dir, oder du sagst Nein zum Kreuz und Gott sagt Nein zu dir. Das Kreuz ist der einzige Weg zu Gott. Es gibt keine andere Möglichkeit. Der Chor hat vorhin in einem wunderbaren Lied gesungen über das Leiden Jesu. Und da heißt es an einer Stelle in dem Lied von Jesus, er konnte 1000 Engel rufen, wenn er gewollt hätte, aber er blieb allein für dich und mich. Er starb allein für dich und mich. Er hat vor Gethsemane zu seinen Jüngern gesagt, wenn ich wollte, ich könnte den Vater bitten und er würde mir 12 Legionen Engel senden und die würden mich befreien. Aber als Jesus in Gethsemane rang und blutige Tropfen mit Schweiß vermischt herunterflossen, als Jesus zu seinem Vater im Himmel schrie, Vater, gibt es nicht eine andere Möglichkeit, die Welt zu erlösen? Muss ich wirklich diesen Kelch trinken? Es ging um die Sünde. Als Jesus in den Kelch hinein sah, da konnte er nicht mehr. Er ekelte sich vor dem Inhalt. In dem Kelch war deine und meine Sünde, deine und meine Lieblosigkeit, Unversöhnlichkeit, Rechthaberei, Hochmut, Stolz, Aberglauben, Eifersucht, Zank und Streit und Fluchen, alle Unreinheit in Gedanken und Worten und Werken, das war alles in dem Kelch. Als Jesus in den Kelch hineinsah, konnte er nicht mehr. Und er hat gefleht, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und der Vater hat ihm klar gemacht, es geht nicht. Du musst ihn nicht trinken, aber dann geht die ganze Welt zugrunde. Du bist der
Einzige, der ohne Sünde ist. Maria, deine Mutter, hat gesündigt. Die Propheten haben gesündigt. Buddha hat gesündigt. Alle haben gesündigt. Du bist der Einzige, der ohne Sünde ist. Wenn wir die Welt erlösen wollen, dann muss ein Unschuldiger stellvertretend in den Riss treten. Und dann rang Jesus sich durch. Ja, Vater, ja, von Herzensgrund leg auf, ich will es tragen. Und dann kam ein Engel und stärkte Jesus. Und dann nahm Jesus den Kelch und er trank ihn aus bis zur Neige. Und dann stand er auf und ging den Soldaten entgegen, ließ sich fesseln, wurde vor Gericht geschleppt, ließ sich verurteilen und einige Stunden später hing er in unvorstellbaren Schmerzen am Kreuz auf dem Hügel Golgatha, um stellvertretend zu sterben für dich und für mich. Es gibt nur einen einzigen Weg zum Heil, das Kreuz. Es gab für Jesus nur einen Weg. Es gibt für dich und für mich nur einen Weg, und das ist das Kreuz. Erlösung gibt es nur auf der Grundlage der Stellvertretung. Ich hoffe, dass auch alle lieben Freunde, die jetzt über Kopfhörer mithören, das richtig verstehen. Erlösung gibt es nur auf der Grundlage der Stellvertretung. Jeder andere Versuch ist ein ganz primitiver Versuch einer Selbsterlösung. Das ist der Weg aller Religionen, aber das ist eine Sackgasse. Erlösung gibt es nur auf der Grundlage der Stellvertretung. Nur ein Weg führt dich heim. Nur ein Weg allein, der Weg über Golgatha. Darüber ärgern sich einige Leute. Warum ist Gott so eng? Warum hat Gott nur eine einzige Möglichkeit? Ja, Gott hatte einen Sohn. Um diesen einen Sohn hat er gesandt. Und dieser Sohn hat ein für allemal die Sünde der Welt hinweggetragen, steht in der Bibel. Soll er denn nochmal kommen? Soll Gott ihn ein zweites Mal schicken oder was erwartest du eigentlich? Stell dir einmal vor, du wärst in den Brunnen gefallen, in einen offenen Brunnen. Da unten sind 1,20 Meter Wasser und du stehst da drin. 4 Meter über dir gucken einige Leute über den Rand. Und jetzt lässt einer ein Seil runter. Sag mal, würdest du dann den anderen sagen, jetzt bitte lasst auch ein Seil runter und ich suche mir dann eins aus? Wenn ein Rettungsseil runterkommt, dann genügt das doch. Warum denn ein zweites oder ein drittes? Du brauchst doch nur eins. Stell dir vor, du wärst im Gefängnis. Und das Gericht hat die ganze Sache noch einmal aufgegriffen und dich begnadigt. Und jetzt kommt ein Beamter mit einem Schlüssel und schließt deine Tür auf und sagt, du bist frei. Genügt das nicht? Müssen 3 Beamte kommen? Willst du dir einen aussuchen zum Tür aufschließen? Wenn einer kommt mit einem Schlüssel und eine Tür aufschließt, deine Tür, dann genügt das doch. Gott hat einen Sohn gesandt und dieser eine Sohn hat stellvertretend deine Sünde auf sich genommen und hat dafür bezahlt. Ja, sag mal, genügt denn das nicht? Was ist das nur für eine Torheit? Und auf der anderen Seite, was ist das nur für eine unverschämte Undankbarkeit und Arroganz und Frechheit, wenn ein Mensch gegen dieses Angebot Gottes so ausschlägt und so undankbar reagiert. Der Weg über das Kreuz war nicht leicht. Es war ein schwerer Weg. Der Weg der Bekehrung ist in der Regel auch nicht leicht. Die meisten Menschen, die sich bekehrt haben, haben einen großen Kampf gekämpft. Ich habe Leute in der Seelsorge gehabt, die haben mir gesagt, in der letzten Nacht habe ich kaum ein Auge zugekriegt.
Ich habe Leute in der Seelsorge gehabt, die mir gesagt haben, ich wollte mich vorgestern schon bekehren und als es soweit war, hatte ich nicht den Mut. Gestern Abend hatte ich es mir ganz fest vorgenommen, heute Abend gehe ich in die Seelsorge und als es soweit war, habe ich es wieder nicht geschafft. Was manche Leute für Kämpfe durchgemacht haben, bis sie dann den Schritt über die Grenze geschafft haben, das weiß ich wohl. Aber wer diesen Kampf kämpft, und ihn zu Ende kämpft, der wird einen wunderbaren Sieg erleben. 1. Johannes 1, Vers 8. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst. Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt. Vers 7b. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht rein von aller Sünde. Der große englische Theologe Spurgeon hat einmal gesagt, das hat er gesagt auf dem Sterbebett, als einige Brüder mit ihm sprachen und ihn fragten, Bruder, wie ist einem Mann Gottes zumute, der solche Segensspuren zurückgelassen hat in seinem Leben? Gott hatte Spurgeon gebraucht in einer Weise wie nur ganz, ganz wenige Menschen auf Erden. Sag, wie ist einem Menschen zumute, den Gott so gewaltig gebraucht hat in einem langen Leben? Jetzt gehst du in die Ewigkeit. Und dann hat der sterbende Spurgeon gesagt, meine ganze Theologie besteht nur noch aus einem Satz. Jesus starb für mich. Oh, wie herrlich. Wer sind wir denn? Was sind unsere guten Taten? Was ist das alles im Lichte der Ewigkeit? Jesus starb für mich. Das ist meine Hoffnung. Damit kann ich sterben. Nicht das, was ich getan habe, das ist nichts. Das, was er getan hat, das ist alles. Jesus Christus starb für mich. Lieber Zuhörer, wie denkst du über Golgatha? Wie denkst du übers Kreuz? Manche Leute ärgern sich über den Absolutheitsanspruch des Kreuzes. Dass Jesus behauptet, es gibt nur einen Weg zu Gott. Manche ärgern sich darüber. Ich freue mich darüber, dass es einen Unschuldigen gegeben hat und dass dieser eine Unschuldige bereit gewesen ist, so bitter zu leiden aus Liebe für mich. Für mich ist das Kreuz die größte Entdeckung meines Lebens. Nie käme ich auf den Gedanken, auch nur eine Sekunde daran Anstoß zu nehmen. So oft ich ans Kreuz denke, jubelt mein Herz. Da starb einer, damit ich leben kann. Da hat jemand bezahlt, damit ich frei sein kann. Da ging jemand in eine unsagbare Not und Gottesferne, damit ich immer bei Gott sein kann. Nochmal Römer 2, Vers 4. Merkst du nicht, dass dich Gottes Liebe zur Bekehrung ruft? Maria kann dich nicht retten. Sie war selbst erlösungsbedürftig. Buddha kann keinen Menschen erretten. Mohammed kann keinen Menschen erretten. Die anderen Religionsstifter können das auch nicht. Man kann auch nicht durch christliche Religion gerettet werden. Solange man sich nur mit guten Werken und allerlei eigenen Bemühungen beschäftigt. Durch menschliches Bemühen ist noch nie ein Mensch gerettet worden. Es gibt nur einen Weg, den Weg über das Opfer Jesu. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünde. Und da sagt jemand, das ist mir alles zu hoch. Das Kreuz ist ein Geheimnis. Ich verstehe vieles nicht. Oh, das geht mir auch so. Ich verstehe vieles nicht. In Römer Kapitel 11 steht in Vers 33, oh, welch ein unbegreiflicher Reichtum. Beides in der Weisheit und in der Erkenntnis Gottes.
Oh, welch eine Tiefe des Reichtums und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Wege und unerforschlich seine Gedanken, das sagt der Apostel Paulus. Ein Dichter sagt, wenn ich dies Wunder fassen will, dann steht mein Geist vor Ehrfurcht still. In einem Lied singen wir, ich staune die nie zu begreifende Liebe an. Das kann ein Mensch nicht in der ganzen Tiefe erfassen. So wie das Geschöpf den Schöpfer nicht verstehen kann. So wie der Stuhl den Schreiner nicht verstehen kann. Entschuldigt dieses primitive Beispiel. So kann das Geschöpf den Schöpfer nicht verstehen, weil er so viel tausendmal größer ist. Wie sollten wir das Erlösungswerk Jesu Christi verstehen können mit unserem Verstand? Wir können nur darüber staunen, dass Gott uns so lieb hat, dass er sein Liebstes für uns gibt. Wir können nur hingehen und das Geschenk annehmen und dann erleben, wie er unser Leben verändert und aus uns neue Menschen macht und unsere tiefste Sehnsucht stillt, uns mit seiner Liebe erfüllt und uns zu Werkzeugen des Segens macht und uns gebraucht zum Segen für andere. Und wenn wir dann einmal bei ihm sind, dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Und dann werden wir ihn erkennen, so wie er uns erkannt hat. Und darauf freue ich mich sehr. Ein Patient muss kein studierter Arzt sein, um eine erfolgreiche Behandlung zu erlangen, oder? Du musst doch nicht erst Medizin studieren, bevor du operiert werden kannst. Vielleicht hast du überhaupt keine Ahnung von Medizin. Du vertraust dich einfach dem Spezialisten an und du wirst heil. Und so kommt hier ein schuldbeladener Sünder, obwohl er das alles nicht verstehen kann. Er kommt zu dem größten Arzt. Er kommt zu Jesus mit seiner Sünde und Schuld und sein Leben wird neu. In einem Lied heißt es, er starb für dich, er starb für mich auf Golgatha. Diese Hand mit den Malen der Nägel streckt sich liebend nach dir heute aus. Diese Hand voller Liebe für Sünder, diese Hand führt dich sicher nach Haus. Er starb für dich, er starb für mich auf Golgatha. Das Vaterhaus ist immer nah, wie wechselnd auch die Lose. Es ist das Kreuz von Golgatha, Heimat, Heimat für Heimatlose. Blutstropfen sind's von Golgatha, Heimat, Heimat für Heimatlose. Lieber Zuhörer, wenn du diese Heimkehr noch nicht erlebt hast, bitte komm heute Abend. Manchmal treffe ich Leute, die sagen mir, aber das ist doch Gottes Sache. Errettung ist doch Gottes Sache. Ich sage dir, Gott hat alles getan, was zu deiner Errettung nötig ist. Jetzt bist du dran. Wie lange hält Gott seine Hand schon ausgestreckt nach dir hin? Und er wartet darauf, dass du endlich einschlägst. Lieber Zuhörer, deine Entscheidung ist entscheidend. Gott hat alles getan, was zu deiner Errettung nötig ist. Jetzt bist du dran. Das ist eine ganz böse und gefährliche Ausrede. Wenn jemand sagt, das ist doch Gottes Sache. Wenn er mich haben will, dann soll er mich retten. Gott kann dich nicht retten, wenn du nicht gerettet werden willst. Das Rettungsseil ist da, aber du musst zugreifen. Die Tür ist offen, aber du musst diese offene Tür benutzen. Gott hat sich schon lange für dich entschieden, aber jetzt musst du dich entscheiden. Lieber Zuhörer, ich hoffe, dass du dich nie mehr ärgerst über das Kreuz, sondern dass du, wenn du es nicht schon vorher erlebt hast, dass du heute zu dieser großen Erfahrung kommst
und dass du von heute Abend sagen kannst, ich habe die größte Entdeckung gemacht, die ein Mensch überhaupt machen kann. Gottes Liebe ist größer als die größte Schuld. Ich durfte mit meiner Sünde und Schuld zu Jesus Christus kommen und er hat mir vergeben. Ich durfte Jesus als meinen Heiland und Erretter in mein Leben aufnehmen. Ich bin ein Gotteskind geworden. Ich bin wiedergeboren. Jetzt steht mein Name im Lebensbuch des Lammes. Wenn du es noch nicht erlebt hast, heute Abend kannst du es erleben. Mach's so wie die, die gestern Abend kamen. Ich lade dich ganz herzlich ein. Die Versammlung geht zu Ende. Der Chor singt uns noch ein Lied. Ich werde noch beten und dann schließen wir den Gottesdienst hier ab. Mach's doch so wie die, die gestern Abend kamen. Nach dem Gebet machst du dich auf den Weg, einfach immer dem roten Pfeil nach, in den Seelsorgeraum. Und da werden wir uns zusammensetzen, etwas miteinander reden und dann werden wir zusammen beten. Lieber Zuhörer, dieser Abend kann der größte Abend deines Lebens werden. Ich bin davon überzeugt, wenn du heute Abend kommst, wird Jesus Christus dein Leben total verändern. Du wirst als ein neuer Mensch aus dieser Halle nach Hause gehen und diese Entscheidung wirst du nie mehr bereuen. Der Herr möge dir helfen, dir Mut schenken, dir die Kraft schenken, diesen Weg in den Seelsorgeraum zu gehen, um dich dann für Jesus zu entscheiden. Gott segne dich. Lieber Herr Jesus, wir stehen jetzt in deiner Gegenwart. Du siehst in jedes Herz. Vor Menschen kann man sich verstellen und einen ganz anderen Eindruck erwecken, als es den Tatsachen entspricht. Und wie oft haben wir das alle schon getan. Aber du kennst uns durch und durch. Du siehst das Innerste, du kennst unsere Vergangenheit. Herr Jesus, du weißt um jede Sünde und Schuld. Und obwohl du uns so genau kennst, liebst du uns. Herr, wie oft habe ich darüber gestaunt. Und ich danke dir, dass du heute Abend deine rettenden Hände ausstreckst. Hier sind Menschen, die ganz genau wissen, ich bin nicht gerettet. Herr Jesus, bitte, lass es ihnen schwer werden, nach all dem Gehörten in diesem verlorenen Zustand weiterzuleben. Ich bitte dich, Herr Jesus, gib ihnen den Mut zur Seelsorge, zu einem helfenden Gespräch und lass uns erleben in diesen Tagen, wie Abend für Abend Menschen zu dir kommen. Herr Jesus, wir bitten dich, lass es auch heute Abend geschehen. Wir bitten dich, überwinde Eheleute, überwinde Männer und Frauen, junge Männer und junge Mädchen. Und lass an diesem Abend Menschen mit dir ins Reine kommen, um dann froh und dankbar ihren Heimweg antreten. Herr Jesus, du hast gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Du hast gesagt, wer da will, der komme zu mir. Du hast gesagt, siehe, ich mache alles neu. Und wir rechnen ganz fest damit, dass das auch heute Abend geschieht. Alle anderen befehlen wir dir an. Und wir bitten dich, Herr, gib uns auch in den kommenden Abenden einen offenen Himmel und deinen Segen. Amen.